Leute, ich würde gerne das wieder zum Laufen bekommen, ehrlich. Ich würde es gerne echt bekommen, weil es ist so ein immer für einer der besten Simulatoren, wo ich sage, da das Zugfahren richtig Spaß macht. Da kam ja dann die von TBB Berlin diese ICE-Add-on raus, ne, mit dem ICE-T, wo du, glaub, mit Strick V die Türen aufmachen kannst und mit Strick B die Tür-Soundgeräusche simulieren konntest. Also ich habe versucht, immer beides zu drücken. Aber kommt der denn jetzt her? Und es war schon atemberaubend. Und da Han Hamburg, ha nee, da gab es ja auch diese Schnellfahrstrecke mit Hannover und noch ein paar anderen. Train 16 war das oder so, ich weiß es gar nicht. ICE1, ICE2, oh Gott, da habe ich mir selber noch die Gleise stellen können. Ich wusste zwar nicht manchmal, an welchem Bahnhof ich da einfach einstieg oder gehalten hatte. Also für die Länge des Zuges halt, aber ich habe dann bei jedem Bahnhof bin ich erstmal stehen geblieben und habe dann erstmal mir die Weiche dann zurechtgestellt. Aber es hat so Spaß gemacht, wirklich. Und als dann dieser neue Train Simulator dann rausgekommen ist, verkleinerte Strecken, dann habe ich nur gedacht, wow, ehrlich, da haben sie für die heutige Zeit echt einen Rückschlag gemacht, ey. Katastrophenfall an Rückschlag. Ja, weil wenn du mal denkst, was damals für den Train Simulator investiert wurde an Grafik, an Streckenbau, habe ich echt gedacht, die würden das weiter fortsetzen. Aber so, forget it. Oh, 214 haben wir noch gleich, da haben wir es gleich geschafft. Da ist mir das schon ein bisschen, boah, im Bauch aufgestoßen, ey. Weil, wie gesagt, das ist so ein nostalgisch, so ein schöner Simulator gewesen. Ja, wie gesagt, du kannst halt nichts machen. Schaut euch noch den Bussimulator 2012 an. Da kannst du noch deine eigenen Linien komplett machen über ein eigenes Tool. Da waren die Busse aber auch Schmutz. Bussimulator 12, da gab es nur die Mercedes, das Solo- und Geleck-Variante, fertig. Ja, die sind ja auch scheiße gefahren. Ja, ich weiß nicht, also. Fand ich, also gut, ja, für die Linien mag es vielleicht so sein, aber. Mir hat der Simulator sehr viel Spaß gemacht und darum ging es mir eigentlich auch. Ich habe dann wirklich für jeden Stadtviertel habe ich wirklich eine Rundlinie gemacht. Und eigentlich ist es auch immer so eine Disponentenplanung, wie auch immer, aber da geht auch schon sehr viel Zeit drauf. Also als Retro-Game oder nostalgisches Game, sage ich mal, würde ich es gerne machen. Ja. Aber ja, wenn halt auch die Community da drauf Lust hat. Ja, aber wie gesagt, jetzt ist ja erstmal das mit der Hardware von dem Rettungshubschrauber, Simric und das Ganze. Gott, ja, wie gesagt, Rettungshubschrauber, das ist erstmal jetzt dann das nächste, was im Vordergrund steht. Ja. Und ich weiß gar nicht, Sus, wenn du schon wieder da bist, gibt es da schon ein, oder könnte einer von euch mal kurz bei Thrustmaster gucken, ob da gerade momentan wieder so eine Sale-Aktion gibt. Weil, ja. Fliegen möchte ich auch mal bald wieder. Die King Air. So regelmäßig auf der Klappe. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, also wenn ich dann im
die eine Woche Urlaub mehr nehmen. Da werden wir auf jeden Fall eine Woche ATS fahren. Das habe ich mir vorgenommen, weil wie gesagt, das fehlt mir. Und ich will das Konzept auch mal fertig bringen. Mein lieber Herr gesagt. Ich muss noch 6 Wochen Omsi am Stück fahren, damit er mich eingeholt hat. Oh, ja. Ja, Omsi. Also wie gesagt, Omsi 2 wird's. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben ja hier auf dem Kanal ja schon das, was ich halt immer fahre. LS, ETS, Omsi, jetzt Sim Racing neu dazu, den Flugsimulator. Auch wenn ich sage, dass es Survival Games wie Ark zum Beispiel. Ich häng's zwar nicht jetzt an die große Glocke, aber ich habe zum Beispiel jetzt bei Ark einen Spielstand angefangen, ja. Und mir eine Basis zurecht gebaut, weil ich gerne auch mal wieder im Multiplayer Bock habe, mal Survival Games zu zocken. 7 Days oder den ganzen Kram, ne? Einfach mal, um von dem Simulator mal für 2 Wochen auch mal so einen Ausgleich zu haben. Kann ja auch sein, dass wir mal nebenbei auch damit auch Sim-Racing machen, aber dann würde ich echt sagen, dass das LS momentan sowieso nur Videos rauskommen. Gerade das, ich glaube Folge 48 habe ich da schon ein bisschen was vom Server gequatscht, dass der sich da auch noch ändern wird. Muss man Sons of the Forest sollen? Ist für mich nicht, ist nicht so mein Ding. Also ich gucke gerne beim Yo gucke ich gern zu. Aber so selber zocken. Weiß nicht. Ich finde das Spiel auch nicht schlecht. Wie gesagt, es sieht gut aus, aber da schaue ich eher lieber noch gern zu. So, 82 Kilometer haben wir noch. Oh, ja. So. Ich habe sogar noch die Ansage auf meinem Stream Deck von der S6. Oder Strecke. Vielleicht weiß es einer aus dem Chat. Zwar Discord und Stream Deck Elgato. Was ist bei dem dann los? Warum kann man da das nämlich verbinden? Gab es da irgendwie kein Update mehr oder wird das nicht weiterhin nicht mehr verfolgt, weil gerade bei Sim Racing vermisse ich diese Tasten da so, wenn ich da mit dem Chat rede oder dass ich halt, wenn ich andere Leute im Voice Channel habe, dass ich die nicht belästigen tue, ne? Weiß jemand was davon oder geht es wieder? Bei mir reagiert Stream Deck auch nicht auf Discord, wenn ich mich muten will oder so. Weil das ist schon, das ist nervig, sag ich ganz ehrlich, das ist wirklich nervig. Da bringst du das Plugin raus, dann kommt ein Update und dann funktioniert nichts mehr. Ja, das war auch letztes Mal ein Update von der App. Mhm. Ach, da ist Tablet, ja. Das ist halt schon so eine ganz komische Sache. Boah, ich bin froh, dass wir jetzt endlich die Tour mal hinter uns haben, weil es war schon wieder fast 2 Stunden Aufnahme, ey. Oder es sind immer noch 2 Stunden Aufnahme, mein herrliches Blechlet, ey. Aber wenigstens haben wir dann auch wieder was für die Spedition eingefahren. In Frankreich. So. Ja, und mein Handy hat sie immer noch nicht gepackt. Weißt du, wo Band? Ja, weißt du, wie alt dieses Handy ist? Das ist ja noch dieses Age. Das Age 6 da, der Goldklumpen. Oh ja. Aber guck mal. So wie dieses hat zum Beispiel ist, so hätte ich es eigentlich gerne auch im LS. Dass ich links und rechts, klar, kann ich ja ausschalten, aber da weiß ich manchmal echt nicht, wie ich meine Tastenkombination da gedrückt habe, ne, also. Und dann heißt es wieder, ich versuche, alle Tasten, wie ich bei ETS belegt habe, bei OMSI, wie auch auf LS zu legen. So die grundlegende, ne, aber, ja. Manchmal stelle ich mir da so selber ein Bein, bringt das gar nichts. So, na gut. Also,
Für die nächsten Stündchen, die wir dann haben, also wie gesagt, wir fahren jetzt, die Tour ist jetzt auch gleich zu Ende, das heißt, dass die Aufnahme dann für die Folge, nächste Folge, nächste Woche dann drin ist. Ich würde dann auch gerne dann erstmal in die Pause gehen. Wie gesagt, ich werde den Stream dann nicht beenden, weil ich möchte dann auch, dass wir kann man noch ein bisschen schnacken können, wenn wir dann währenddessen wir dann LS vorbereiten. Und wenn euch das auch gefällt, wie gesagt, es ist ja ein gemeinschaftliches Projekt zwischen Sus, Tobi, Manu, der ja heute Abend leider nicht da ist, und ja. Die ganze Folge wird natürlich dann auch auf YouTube dann rauskommen. So dass auch da für die, wo kein Twitch haben, auch da was zu gucken habt. Soll ja auch nicht verhungert. Wenn das dann alles dann vorbereitet ist, werde ich mir noch mal. Oi. Ja. Dann werde ich mir noch mal kurz das Video von gestern, also den Stream von gestern noch mal in die Playliste von Assetto Corsa noch mal mit reinnehmen. Die Titel kurz noch beschreiben, dass das auch von erledigt ist. Während die Mods dann quasi für LS dann runterladen, so habe ich das eigentlich gemeint. Und ja. Dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, dann direkt auch schon mal eine LS dann wieder weiter zu zocken. Worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und wie gesagt, guckt gerne mal die Videos bei mir in ETS, bei den Playlisten an, wie sich der wie sich das Ganze so entwickelt hat. So, das machen wir Außenansicht. Auch da gerne Support gewünscht. Ja. Und im April geht's dann erst richtig los. Mit was? Ja, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Oh, das hätte sogar gepasst. Das hätte sogar gepasst.